Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutality, Ihr Markt für Lebensmittel im Ländle. Ich begrüße Sie zum Ländle-Sport, Vorarlbergs meistgesehene Sportsendung. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben wieder einiges für Sie vorbereitet. Unter anderem die Elite-Liga, die wieder angefangen hat. Auch die Vorarlberg-Liga natürlich bei uns im Programm. Wir schauen auf das dritte Viertelfinalspiel des EHC Lustenau in der Alps-Hockey-League. Und unser letzter Abstecher noch nach Bregenz zum Schulsport. Da geht es nämlich beim Handball um die Bundesmeisterschaften in Graz. Wer da hinfährt, erfahren Sie gleich. Jetzt geht's los. Und wir starten in der VNAT Elite Liga. Da hat es am Wochenende den großen Spieltag gegeben. Das Reichshofstadion in Lustenau ist ja momentan ein Ort der Gegensätze. Während der SC Austria Lustenau um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft, kämpft die Reserve, nämlich die Amateure, momentan um den Klassenerhalt in der VNAT Elite Liga. Am Wochenende das klare Kellerduell gegen den FC Eck. Außerdem bei uns in der Sendung das Hofsteig-Derby Lauterach empfängt Wolfurt, aber wir starten beim Dornbirner SV gegen den FC Rot-Weiß-Rankweil. Erste Station Dornbirn, Haselstauden, der DSV in Grün empfängt den FC Rot-Weiß-Rankweil im gewohnten Rot. Die Gäste, die haben ja noch rechnerisch die Möglichkeit, in die Regionalliga West zu kommen. Rein in die Partie und der Dornbirner SV gleich mal Richtung Tor. Dieser Ball aber überhaupt kein Thema für Keeper Zwischenbrugger. Wir springen in Halbzeit 2. Der DSV erobert sich im Mittelfeld den Ball. Rankweil bekommt das nicht gut wegverteidigt und Gasser guckt Zwischenbrugger aus. Die Hausherren führen auf heimischem Rasen mit 1:0. Doch auch die Rankweiler kommen über die linke Seite. Das ist Baldauf, der sich außen behauptet. Und im Strafraum, da kommt's dann zur Grätsche. Einzige Option hier, Strafstoß. Ein Fall für den Rankweiler Timo Wölbitsch. Der tritt an, der Strafstoß nicht wirklich platziert, aber das reicht. Ausgleich zum 1:1 vom Punkt. Neunzigste Minute, nochmal Freistoß für den DSV, doch der bleibt komplett ungefährlich und dann hören Sie ihn, den Schlusspfiff dieser Partie. Der DSV und Rankweil trennen sich hier mit einem 1:1 Unentschieden. Das Reichshofstadion, heute Austragungsort des Abstiegskampfes, die Amateure der Lustenauer Austria in Grün empfangen den FC Eck in Rot. Der FC Eck stößt an, orientiert sich auch direkt in Richtung Tor, aber der Pass in die Tiefe dann sinnbildlich für die Tabellensituation. Wir springen Halbzeit 2, die Egger machen das Spiel schnell aus der eigenen Hälfte. Der Ball kommt außen zu Clemens Olsen, der zieht in Richtung Strafraum und was der dann macht, das ist ja schon fast die Entscheidung zum Tor des Monats. Sonntagsschuss in den Winkel, die Egger führen in Lustenau und das sehenswert. Dann Freistoß für die Lustenauer. Der Ball sehr lange in der Luft. Gerdi will klären, doch macht die Situation nur schlimmer. Ausgleich per Eigentor 1:1. Gerdi auch in der 90. Minute im Mittelpunkt. Der hat nämlich eine Idee. Die Egger probieren die Defensive der Lustenauer zu entzerren und dieser Plan geht auf, denn bei dieser Flanke steht Petkovic in der Mitte 1:2 in der letzten Minute. Die Anhänger des FC Eck zu Recht aus dem Häuschen. Denn das ist am Ende auch der Treffer zu drei unglaublich wichtigen Punkten. Der FC Eck siegt in Lustenau und verschafft sich damit in der Tabelle Luft zum Atmen.
Erster Wechsel zwischen den Austragateuren und dem FC Eck. 1:2. Das Hofsteig-Derby, eigentlich immer das Topspiel der VNAT Elite-Liga, der FC Lauterach in Grün, bittet den FC Wolfurt in Gelb zum Derby-Bankett. Die Wolfurter möchten hier natürlich ein anderes Gesicht zeigen als beim schwachen Auftritt gegen die Lustenauer Amateure. Doch gefährlich wird es für Wolfurt meist im eigenen Strafraum. 16. Spielminute, Ecke Lauterach, die kommt scharf vors Tor und bei diesem Gestocher ist der Ball dann drin. Führung der Hausherren im Derby. Wir springen in Hälfte 2 und zur Schlüsselszene des Spiels. Freistoß Kloser und Hammer legt sich das Ding dann am Ende selbst rein. 2:0 für den FC Lauterach und jetzt bricht Wolfurt hier etwas auseinander. Freistoß. Kloser, das passt nämlich auch in Minute 70. Zurücklehnen und genießen bitte. Oh, 3:0 für den FC Lauterach. Dieser Freistoß bedarf eigentlich keinem weiteren Kommentar. Die Lauteracher heute auch mit einem recht guten Umschaltspiel. Beispiel gefällig? Wolfurt verliert am Lauteracher Strafraum den Ball und dann geht es blitzschnell in die andere Richtung. Die Wolfurter kommen einfach nicht hinterher und in der Mitte, da lauert er schon. Elvis Alibabic und der bleibt cool. 4:0 für den FC Lauterach auf eigenem Rasen. Apropos Umschaltspiel, 89. Spielminute, Ecke Wolfurt. Hammer kann den in aller Seelenruhe runterpflücken und jetzt achten Sie auf ihn hier. Kevin Prantl, der startet vor der Trainerbank des FC Wolfurt. Erst einen, dann den zweiten Gegenspieler und dann ist er frei durch. In der Mitte wartet wieder Alibabic, aber Prantl, der hat noch die Körner und macht es selbst. Alibabic wird es ihm verzeihen, denn das ist das 5:0. In einem zumindest in Halbzeit 2 sehr einseitigen Hofsteig-Derby und dieses 5:0 ist am Ende auch der Schlusspunkt der FC Lauterach. Er teilt einem ungefährlichen FC Wolfurt eine kleine Lektion und sichert sich auf eigenem Rasen 3 hochverdiente Punkte. Also Kantersieg des FC Lauterach und der FC Eck setzt sich in letzter Minute im Kellerduell gegen die Amateure vom SC Austria Lustenau durch. Es gab noch zwei weitere Partien, nämlich der SC Rötis und Schwarz-Weiß Bregenz trennen sich torlos 0:0 und das gleiche Ergebnis auch beim SC Admira Dornbirn gegen den FC Rothenberg. Wir schauen noch kurz auf die Tabelle. Der Spitzenreiter kommt nach wie vor aus Hohenems mit 40 Punkten, dahinter der SC Admira Dornbirn mit 36 Punkten und die letzten zwei Plätze, es ist weiterhin Abstiegskampf zwischen dem FC Eck und dem SC Austria Lustenau, nämlich die Amateure. Und wir schauen zur Vorarlberg-Liga. Da ist ja momentan an der Tabellenspitze ein regelrechtes Verfolgerduell entstanden. Der FC Sohm Alberschwende und der Typico SV Lochau sind da meistens im Fernduell gegeneinander unterwegs. Und am Wochenende musste der SV Lochau als Tabellenführer zum Tabellenschlusslicht zum Sparkasse FC Blau-Weiß-Feldkirch. Da war natürlich klar die Devise, die Tabellenführung verteidigen. Dies und drei andere Spiele haben wir für Sie zusammengefasst. Helmut Welte nimmt Sie mit auf die Sportplätze. Sparkasse Blau-Weiß-Feldkirch empfängt zum Rückrundenstart den SV Typico Lochau. Der Tabellenführer in Blau mit dem Anstoß geht gegen das Schlusslicht als klarer Favorit in die Partie. Neunzehnte Spielminute, Neuerwerbung,
André Barros Junior dankt sich über rechts durch. Montenegro versucht zu klären, spitzelt aber die Murmel zum 0:1 für den Tabellenführer in den eigenen Kasten. Doch die Blau-Weißen aus der Mumfordstadt stecken nicht auf. Gleichen die technisch feinere Klinge von Lochau mit viel Kampf und Einsatz aus. 54 Minuten im Waldstadion gespielt. Dicker Bock von Lochau, defensiver Außerlechner, der daneben säbelt. Milojevic weiter auf Adam Kum. Und der Blau-Weiß-Golgeter bezwingt Lochau-Keeper Eichhübel mit einem Hammer in den kurzen Winkel. 1:1 im Waldstadion. Damit haben die beiden Teams ihr Pulver verschossen. Winterkönig Lochau muss mit diesem Remi die Tabellenführung an Albert Schwende abgeben. Aus unserer Mannschaft ein 1:1, ein Punkt gegen den Tabellenführer. Macht lautes Klar, dass wir letzter sind. Super Spiel unserer Jungs zum Auftakt in die Frühjahrs. Im Schlager der 20. Runde ist der Tabellendritte SC Göfis ganz in Blau zu Gast bei den SC Rad Juniors. Die Oberländer, die auf nicht weniger als 5 Kaderspieler verzichten müssen, geraten in der Cashpoint Arena schon früh in Rückstand. 8. Spielminute, Eckball Jo Tartarotti, Boris Prokopitz ist da und bringt seine Farben im zweiten Versuch mit 1:0 in Führung. Und die in allen Belangen besseren Altacher drücken weiter aufs Gaspedal. Die Göfner Defensive hat Barger nicht auf dem Zettel und der bezwingt Göfis Keeper Schwarz mit einem Schuss ins lange Eck. 9 Minuten später, Freistoß für den SRA durch Jan Nussbaumer. In der Göfner Defensive verlässt sich einer auf den anderen und die Kugel zappelt zum 13:0 Pausenstand im Netz. Auch im zweiten Spielabschnitt bestimmen die Rheindörfler das Geschehen. 75. Spielminute, weites Zuspiel von Noah Bitsche auf Lars Nussbaumer und der überhebt Göfis Keeper Schwarz elegant zum 4:0 Endstand. Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Juniors. Neo-Andelsbuch-Coach René von der Tannen muss bei seiner Premiere auf einige Stammkräfte verzichten. Zweiter Spielabschnitt in Andelsbuch. Schneller Angriff der Hausherren über da Silva. Weiter zu Stefan Kleber. Dessen Flankenball wird von Hartmann mit der Hand abgewehrt. Schiri Tugrul zeigt sofort auf den Punkt. Wilhelm Junior da Silva läuft an und bezwingt Nenzing-Keeper Durakovic zum 1:0. Der Nenzinger Torsteher muss sich damit nach 636 Minuten erstmals wieder geschlagen geben und die Kugel aus dem Netz holen. Für Andelsbuch war's das. Die 3 Punkte sind im Trockenen. Der Blum FC Höchst im traditionellen Gelb-Schwarz nimmt auf dem Kunstrasen in Bezau von Beginn weg das Heft in die Hand, lässt eigentlich nie einen Zweifel darüber aufkommen, wer das Feld als Sieger verlassen wird. Gut eine Viertelstunde sind im Volt gespielt, weites Höchstzuspiel aus der eigenen Abwehr. Moosbrucker kommt nicht an die Kugel, der Führer Julian Rupp, der auch noch Murat und Botic alt aussehen lässt und zum 0:1 einsendet. Ganze 4 Minuten später, Janik Serven in die Gasse für Rupp. Wieder ist die Bezauer Abwehr nicht im Bilde und es heißt 0:2. Mit diesem Stand geht es in die Pause. Keine 3 Minuten im zweiten Spielabschnitt von der Uhr. Höchst Angriff, David Schnellrieder nagelt das Ding ans Aluminium. Den Abpraller verwertet,
Wie könnte es auch anders sein? Julian Rupp zum 0:3. Und die Rupp-Festspiele im Volt gehen weiter. 7 Zeigerumdrehungen nach dem 0:3 klingelt schon wieder. Neo-Spielertrainer Knut chippt die Kugel über die VfB-Abwehr. Rupp läuft 3 Gegenspiele um die Ohren und sendet trocken zum 0:4 ein. Nun wird die höchste Defensive zu sorglos. Missverständnis zwischen Abwehrspieler Hellbock und Goalie wohl genannt. Markus Eberle überzuckert am schnellsten und hebt die Kugel zum 1:4 Endstand in die Maschen. Mit diesem Viererpack übernimmt Julian Rupp die Führung in der Torschützenliste. Der FC Höchst bleibt weiter auf Platz 9. Und wir schauen noch schnell auf die anderen Ergebnisse der Vorarlbergliga. Der Intersport Fischer FC Schrunz muss sich daheim dem FC Somalberschwende mit 1:2 geschlagen geben. Im Aufsteigerduell der SK Meiningen siegt 1:0 gegen den Ecopark FC Hörbrands. Der SV Frigo Ludesch muss sich zu Hause dem FC Lustenau mit 1:2 geschlagen geben. Und das Derby Poolfolio SC Fussach gegen den FC Hart. Das endet unentschieden mit 1:1. An der Tabelle hat es jetzt einen neuen Tabellenführer gegeben am Wochenende und das dank des Torverhältnisses. Der FC Somalberschwende jetzt mit einem Plus von 23 Treffern und 43 Punkten auf dem Spitzenplatz, dicht gefolgt vom SV Typico Lochau mit 43 Punkten und 19 Toren im Plus und der IPA SC Göfis mit 39. Die Mitte bildet der FC Lustenau und der Blum FC Höchst mit jeweils 28 und 27 Punkten. Und die letzten drei Plätze sind aufgeteilt auf den Intersport Fischer FC Schrunz mit 15 Punkten, Ecopark FC Hörbrands mit 13 Punkten und auf Platz 17 Sparkasse FC Blau-Weiß-Feldkirch mit 6 Punkten. Und wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich mit der Alps Hockey League wieder da. Der EHC Lustenau im dritten Viertelfinalspiel gegen die Zeller Eisbären. Und dann schauen wir noch, wie angesprochen, auf den Schulsport in Bregenz. Ging es da um die Bundesmeisterschaften im Handball. Wer fährt nach Graz? Gleich sind wir wieder für Sie da. Enjoy Bregenz. Figur- und Muskeltraining. Gesundheit und Spaß. Bei Enjoy Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind Experten im Bereich Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen. Wir helfen dir, deine Wünsche und Visionen zu erfüllen, damit du dein Leben genießen kannst. Trainieren kannst du überall. Deine Ziele erreichst du mit Enjoy. Und da sind wir wieder hier im Sportstudio Götze. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind und wir gehen aufs Eis. Der EHC Lustenau, der hatte am Samstag die Zeller Eisbären zu Gast. Das war das dritte Viertelfinalspiel in der Best-of-Five-Serie und es war ein Spiel, das von Spannung nur so durchzogen war. Ein Spaß für Groß und Klein. Knapp 1200 Fans wollen das dritte Viertelfinalspiel zwischen dem ERC Lustenau und den Zeller Eisbären sehen. Die Quote vor der Partie ja ausgeglichen mit je einem Sieg auf jeder Seite. Heute für beide Teams ein wichtiges Spiel, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für die zwei verbleibenden Partien zu sichern. Wir steigen ein in eine unglaublich spannende Partie, die für die Gäste aus Zell am See besser beginnt. Keine 2 Minuten sind auf der Uhr und Berger ändert erstmals die Anzeigetafel. Die Eisbären führen in der Rheinhalle mit 0:1. Doch der EHC, der muss sich hier nicht verstecken, sind mindestens ebenbürtig. Doch die Chancenverwertung in den Anfangsminuten noch verbesserungswürdig.
Besser läuft es dann auf der Gegenseite. Das ist Neubauer, der wird nicht wirklich angegangen von der EHC-Defensive und stellt hier auf 0:2. Der EHC, der muss jetzt definitiv liefern. Und das tun sie auch. Das ist Stefan Häusle, der da auf der Seite durchgeht und in der Mitte Puschnik findet. Anschlusstreffer und jetzt sind die Fans voll da. Wir gehen gleich rein ins zweite Drittel und auf der Tribüne. Da werden vielleicht schon die Wettquoten für einen EHC-Sieg gecheckt. Und die Lustenauer, die kommen gut aus der Kabine. Wieder guter Angriff der Eislöwen, doch Moosbrucker scheitert am Ende am Zeller Keeper. Der Ausgleich, der liegt hier allerdings in der Luft und er fällt in Minute 25. Valenta, der Torschütze, zum groß umjubelten 2:2. Die Fans in der Rheinhalle, die wissen, heute ist hier alles möglich. Kurz vor dem Schlussdrittel wird es dann noch einmal hitzig in der Rheinhalle. Nach dieser Chance der Zeller ist dann der Bande eine Menge Gesprächsbedarf zwischen den Teams. Die Situation kann jedoch beruhigt werden. Ja, und auf der Tribüne, da fragt man sich, was ist denn das für eine verrückte Partie? Wir sind im Schlussdrittel und der ERC pocht jetzt auf den Führungstreffer, doch hier fällt kein Tor. Es verschiebt sich lediglich. Dann diese Szene. Nach einem heftigen Check des Zellers Christian Jennes gibt es zu Recht die Zeitstrafe für die Nummer 23. Der EHC jetzt in Überzahl. Der Puck kommt außen zu Dahlwies und der fackelt nicht lange. 3:2 in der Rheinhalle. Der EHC Lustenau dreht diese irre Partie auf eigenem Eis. Bekommen sie das über die Zeit? Nein, denn die Zeller kommen noch mal gefährlich vor den Kasten und Berger bekommt den Nachschuss rein. Ausgleich. Die Eisbären zwingen die Eislöwen in die Overtime. Die Fans, die haben allerdings trotzdem noch die Hoffnung. Die Overtime, die hat es allerdings in sich. 78. Spielminute und jetzt liegen die Nerven komplett blank. Giftopoulos mit diesem Stoß, Puschnik auch dabei. Und der Kevin Puschnik, der ist dann nicht mehr zu halten, muss hier mit der Referee-Eskorte das Eis verlassen. Für beide Eislöwen gibt's die Auszeit auf der Strafbank. Jetzt Achtung, ist das hier ein Foulspiel? Denn wenn ja, dann ist das spielentscheidend, denn dadurch kommen die Zeller an den Puck, blasen zum Angriff und am Ende ist es Daniel Bann, der in dieser verrückten Overtime zum 3:4 trifft und damit den zweiten Zellersieg in dieser Best-of-Five-Serie besiegelt. Der EHC Lustenau braucht also in Zell am See unbedingt einen Sieg. Am Dienstag also das vierte Viertelfinalspiel in Zell am See und dann am Donnerstag eventuell das große Entscheidungsspiel in der Lustenauer Rheinhalle. Wir halten Sie natürlich dort auf dem Laufenden. Und wir wechseln noch kurz in die Landeshauptstadt in Bregenz in der Sporthalle Schändlingen. Da ging es im Schulsport darum, wer im Handball zu den Bundesmeisterschaften nach Graz fährt. Martin Weinzerl, der war dabei. Denk vor Ort, denk wir in Vorarlberg, denk Unica. Der Schulsport in Vorarlberg hat nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen wieder Vollfahrt aufgenommen. Am Montag wurde die Meisterschaft im Handball in der Sporthalle der Sportmittelschule Bregenz-Schwenningen ausgetragen. Mit dabei waren neben den Hausherren noch das Bundesrealgymnasium Dornbirn-Schoren, die Mannschaft des Collegium Bernardi Bregenz und das Privatgymnasium Bregenz-Riedenburg. Neben dem Kräftemessen auf dem Platz stand vor allem die Freude darüber im Mittelpunkt, dass wieder gespielt werden darf.
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, um wieder mal zu schauen, wie wir so gegen andere spielen, weil wir haben jetzt echt lange eigentlich durch Corona nicht viel gemacht und waren oft nur draußen im Turnunterricht und haben vor allem so Handball eigentlich nie wirklich spielen können draußen. Und darum ist es schon cool, wieder mal spielen dürfen und schauen, wie wir da auch gegen andere Schulen dann spielen können. Also an erster Stelle, es ist schon sehr wichtig für uns, wieder da Kontakt mit anderen Schulen, das war ja sehr lang kein Thema eigentlich. Und jetzt freuen wir uns eigentlich wirklich alle sehr, wieder, dass wir wieder mal so eine Atmosphäre genießen können. Das ist jetzt für uns schon wichtig, weil wir halt auch mal gewinnen möchten. Und ja, also wir haben zwei Spiele verloren und uns unentschieden gespielt. Aber hoffen wir nächstes Jahr, dass es besser läuft. Ich finde es sehr wichtig, weil ich finde Sport ist ein sehr wichtiges Fach. Und ich finde, das soll man auch zusammen mit Schulen gegen andere Schulen spielen. Die Partien waren hochklassig und heiß umkämpft. Schließlich geht es für das Siegerteam nach Ostern zu den Bundesmeisterschaften nach Graz. Mit diesem Ziel vor Augen gaben die Akteure in der Halle alles. Doch auch andere Ziele spielten eine wichtige Rolle. Jetzt für dieses Jahr war einfach mal das Ziel, dass sie wieder ein bisschen Spaß haben, da mitfahren können und das Beste rausholen. Nach dem Ganzen, wo fast nichts erlaubt war, ist das ganz wichtig. Und sie haben sich schon extrem gefreut da. Ja, wir würden uns natürlich noch mehr Wettkämpfe wünschen, aber wir hoffen jetzt einfach, dass es bald weitergeht. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr vielleicht eine Mannschaft zu stellen, wo wir auch mal vielleicht darauf trainieren können auf den Wettkampf, weil das haben wir jetzt nicht können. Also die haben gar nicht trainiert und für das machen sie es einmalig. Schließlich setzten sich die Schüler des Kollegium Bernardi im Finale durch und vertreten somit Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften in Graz. Auch vertritt also das Land Vorarlberg bei den Bundesmeisterschaften im Schulsport Handball in Graz. Natürlich, wir drücken die Daumen und wünschen das Beste. Und das war's hier mit dem Ländlesport, präsentiert von Soto Lüthi auf Ländle TV. Hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Am Montag um 20 Uhr schon mal vormerken, da begrüßen wir Sie hier auf Ländle TV mit der neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut, viel Gesundheit und bleiben Sie sportlich.